So, herzlich willkommen zum 19. Let's Play von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. So, eigentlich müssten wir hier weitergehen, aber wir gucken erstmal, was hier oben los ist. Ja. Ah, Hermine. Ja. Muss da mal ran. Haben wir sogar. Und da brauchen wir einen Wasserzauber. Den haben wir aber noch nicht. Dann macht der mal ein bisschen Licht. Auch wenn es nicht nötig ist. Mond. Ja. Okay. Zack. 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 Und zack. Ah, ein Charakter, cool. Ernie Prang. Der macht gerne Pranks. Scheinbar. Und wie gesagt, den Zauber hier haben wir noch nicht. Den lernen wir erst noch. Den Hydrofugal-Zauber. Auch wenn der Glaube anders heißt. Ja, so. Dann ist das hier L. Ja. Würfelst du da gerade? Nein. Muss ja Harry wieder seinen Kopf in so einen, genau, Erinnerungstrank an Tom Riddle. Von Tom Riddle. Einfach ein paar 2x2 dick reingepackt. Hier ist ein dunkler Raum wieder. Nein, das Waisenhaus. Der junge Dumbledore. Ja, aber mit Bart schon. Mit leichtem Bart. Ja, wenn ich dran denke, bei den neuen Harry Potter Filmen, was Dumbledore da für ein Bart und ich spiele. Wulds Waisenhaus. Und ich spiele sogar den Bärtigen. Dumbledore Jung. Miss Cole habe ich. Ein Muggle. Und hier ist der Bart wenigstens noch braun. Ey. Ich kann leider nicht zaubern, Dumbledore. Hallo, hallo. Er wird auch den Zauber gebraucht. Ja, irgendwas ist hier noch. Ah, ja. Gedrückt halten. Soll man hier einfach jetzt die ganze Zeit reparieren, so wie es aussieht? Nein. Du musst, da muss ich ran. Ich hab Schlüssel. Der springt ja nicht wirklich, der Brunnen hier. Nee, da muss irgendwie noch was gemacht werden. Ja, erstmal voll aufgeräumt hier. Überroller. Was anderes können Muggel nicht. Da. Macht Spaß zu baden. Ja, der Bart muss gewaschen werden. Auch wenn er noch klein ist hier. Ja. Wow. Autsch. Boah, das war ja mal fies gewesen. Hab ich auch gerade gemerkt. Ah, jeder muss drehen. Der war ja mal richtig fies gewesen. Beide zermatscht worden. Und ich wollte gerade noch beiseite gehen. Ah, jetzt springt der Brunnen gleich. Ja, als würde das funktionieren, ja. Durch den Stahlrohr, voll die fette Blase. Zur Seite schauen. Jetzt springt der Springbrunnen. So wie es sich gehört. Ich glaube, du musst wieder hier herunterkommen. Ja. Ah, du musst wieder ran. Ja. Voll der Spinner hier. Aber nicht so extrem wie der Spinner im Dings. Auf dem Bahnhof. Was ist mit den Typen da oben los? Mit denen ist nichts los. Das
sieht aus, als wären die hinter Gittern oder so. Sind sie auch. Dann sollen sie schon mal da dran gewöhnen. Wird's bald. Ah, hier muss ich. Mann, wild gewordener Rasenmäher. Nee, kein Rasenmäher. Oder so eine Polier-Ding. Ja. Immer wieder Magie gebraucht. Ein wenig Feuer und Magie sollte diesen Ort. Ohne Feuer, bitteschön. Wusch. Gleich mal eine Tür rein, die zaubert hier. In der dicken Mauer. Da hat der Maurer ein Loch gelassen, du weißt, wo du durch kannst. Ja. Weil der Maurer Steine sparen wollte, deswegen. Hat er das Loch überlassen? Hat er mir nicht zugemacht, deswegen. Hier ist ein Bällchen, was du in den Korb schmeißen kannst. Hier in der Ecke. Hier hinten. Und Tschak. Nicht getroffen. Schwach. Falsche Richtung. Obwohl ich vorher. Versuch mal so rum. Also im Uhrzeigersinn. Ist er dran durch gewesen? Im Uhrzeigersinn. Dude. Ein überdimensionaler Zug. Schon klar. Oder? Ja. Und wie mir scheint, ist der da durchgefahren. Ja. Lilanen erstmal eine sammelt. Hm? Ein Lilaner? Da scheint ein Schloss vor zu sein. Nicht mehr lange. Entriegelt. So, jetzt kannst du rein, Dumbledore. Da ist Tom Riddle Zimmer. Hm, da ist Tom Riddle. Ich bin selbst ein Zauberer. Aber Tom Riddle war aber damals ganz schön fortschrittlich. Wenn man dran denkt, wie die Anfänger sind. Der sollte auch mal von Dumbledore mal der Nachfolger irgendwie werden. Tom Riddle? Ja, weil er so mächtig war damals schon. Unwahrscheinlich. Der war mächtiger als Harry eigentlich. Wo Harry angefangen hat, war Auswahl schon gut, aber nicht so gut. Schlagwortserinnerungen brauchen wir. Ja, und leider leer. Das wird nicht leicht. Ja, muss Harry sich erstmal an. Drum kümmern. Schlagwort, Fiole. Und ein Goldstein. Natürlich, was sonst? Und wieder runter. Hurra! Ah, wählen müssen. Damit die Treppe sich bewegt. Ja, aber das hier ist auch komisch, ja. An diese Dinger kommt man einfach nicht ran. Die haben sie wurden falsch platziert. Ja. Da haben die wahrscheinlich aufgepasst. Nicht nachgedacht. Da haben die nicht nachgedacht, stimmt's? Ja. Und den Weg nehmen wir ja noch mit. Ah, eine Weasley-Kiste. Mal gucken, was drin ist. Eine kleine Weasley-Kiste. Etwas Saatgut. Mal gucken, was das bringt. Ah, dafür ist es da. Ganz schön rutschig die Ranke, ja? Ja. Aber schon oben. Und da ist ein Goldstein. Hab ihn. Guck mal am besten nochmal nach rechts, ob da noch was ist. Hatte ich sowieso vor. Da ist bestimmt noch ein Charakter oder so. Hatte ich sowieso vor, hier noch nachzugucken. Ein blauer war noch. Das war's.
Ja. Ich komm runter. Weil der Charakter gelesen hat oder war schon Frau Master an die. Ja. Gezaubert. Die Bank. Die muss ihre Umgebung im Auge behalten. Könnte sonst tödlich enden. Ja. Da brauchen nur ein Todesser um die Ecke sitzen. Ja, ach, von hier haben wir das Ding noch nicht. Doch. Ist schon einkassiert, sonst würde die Eule hier drauf sitzen. Ja, genau, sowas. Nochmal zurück. Hier ist nämlich noch eine Fackel, die nicht leuchtet. Komm, besser. Fühle ich mich gleich wohler. Und du? Ja, und hier ist einer der Kommunus-Eulen. Irgendwas hatte man da auch gebraucht nochmal. Ah, genau, die Tasche, glaube ich, war es. Ja. Glaub ja. Ja, hier. Die hat man hier dann eingesetzt. Die Tasche hat man hier eingesetzt. Und hier hatte man einen Charakter gekriegt, wenn ich mich irre. Das sieht man in einem der anderen Let's Plays von diesem Teil hier. Ja. Jetzt müssen wir eine Rotkappe wieder sehen. Oder auch nicht. Zur Sicherheit setze ich mir eine Gespensterbrille auf. Denn man weiß nie. Ja. Und außerdem ist das auch noch eine Trophäe. Okay. Okay. Hab mich gehört. Ich dachte, wir müssten dort lang und da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was mit der Gespensterbrille für eine Trophäe gab. Benutze Klittermaschinen so und so viel mal. Achso, da zählen die Dinger auch mit. Das sind die Klittermaschinen. Achso. Du musst da mal mit konzentrieren ran. Bei dem Jungen hier. Und ich glaube, er will bestimmt das hier. Mit konzentrieren auf die Wolke zielen. Der gelbe Zauber. Auf die Wolke. Ja, die Keller. Und die habe ich gerade. Aber kennen ja bitte keine damit. Ja. Danke für deinen Schlüssel. Nach Hogsmeade. Und da geht's auch gleich weiter. Da gehen wir am besten noch nicht rein. Mal gucken, wo wir die Brille noch bräuchten. Scheinbar nirgendwo. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht. Ja, hier drinnen war das ja nur mit der Tasche. Sorry, Hermine. Und daraus haben wir ja das hier geschnitten. Ja. Komischer Zug, der ohne Schienen fährt, ja? Ja. So, und stopp. Ui, na. Nur schnell wollten wir noch nicht rein. Das war eng. Ja. So, dann war es das auch erstmal für dieses Let's Play. Ich glaube, hier, wo der Fall hinzeigt, geht es auch weiter im nächsten Kapitel. Dann würde ich erstmal sagen, dass wir uns verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und tschüss. Ciao.